Jetzt vom Kriminellen zum erfolgreichen Bodybuilder. Der Däne Jens The Beast Dalsgaard hat den Absprung geschafft. Er lebt jetzt ein fast normales Leben mit sehr vielen Muckis und, wie es sich für einen Beast gehört, mit einer Beauty an seiner Seite, so wie ich. Wer ist jetzt Beauty? Jens Dalsgaard ist einer der härtesten Bodybuilder Dänemarks. Er selbst nennt sich The Beast. Muskelbepackt und bis zur Unkenntlichkeit tätowiert. Früher war Jens ein Krimineller, hat seine Haftstrafe abgesessen. Doch hinter der furchteinflößenden Fassade steckt ein weicher Kern. Ich habe bemerkt, dass ich meiner Familie wehgetan habe. Ein gestählter Körper, geformt durch harte Arbeit. Der 32-Jährige hat viel für seine Muckis getan. Allein seine Brust hat eine Breite von 1,37 Meter. Schon als Kind war Jens ein großer Fan von Actionfiguren wie He-Man. Über 40 Tattoos bedecken seinen aufgepumpten Körper. Aber Jens spielt bewusst mit seinem krassen Aussehen. Viele Leute beurteilen mich negativ und ich nehme es ihnen nicht übel. Jens wächst in der beschaulichen Stadt Randers in Dänemark auf. Er hat einen jüngeren Bruder und liebevolle Eltern. Jens ist ein eher ruhiges Kind. Als seine Mutter an Multipler Sklerose stirbt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Jens gerät auf die schiefe Bahn. Er schließt sich einer kriminellen Gang an und wird schließlich zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Jens ist an dem tiefsten Punkt seines Lebens angekommen. Ich habe gemerkt, dass ich meiner Familie sehr wehgetan habe. Es war an der Zeit, wieder zu ihr zurückzukehren. Im Gefängnis lernt er das Bodybuilding und verwandelt sich in eine tätowierte Muskelmaschine. Sein Aussehen sieht er als Transformation seiner Persönlichkeit. Ich lebe als Bodybuilder. Es bringt Struktur rein und gibt mir Ruhe und einen Sinn in meinem Leben. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis widmet sich Jens nur noch dem Sport. Über 5500 Kalorien muss er am Tag zu sich nehmen und 3 bis 4 Stunden trainieren, um diesen Körper zu halten. Es ist auch das Bad Boy-Aussehen, das seine Freundin Friederike zunächst an ihm gut findet. Im Internet sieht die damals 16-Jährige ein Bild von ihm und ist sofort Feuer und Flamme. Ich fand ihn wirklich süß und hot und ich wollte ihn kennenlernen. Also habe ich ihm geschrieben und ihn besucht. Dann waren wir eine Woche zusammen und seitdem wohnen wir zusammen. Für mich ist diese Beziehung das Wichtigste überhaupt. Sie erdet mich irgendwie. Seit 4 Jahren sind die beiden ein Paar. Friederike ist nicht nur die Schöne neben dem Biest, die 20-Jährige ist ebenfalls ein großer Tattoo-Fan. Jens selber bereut keine seiner Tätowierungen, auch wenn er zugibt, dass er sich einige aus reiner Provokation stechen ließ. Ich habe viele dämonische Badass und möchte gern Tattoos. Aber sie haben alle irgendeine Bedeutung. Und sie sind authentisch. Jens hat mittlerweile eine eigene Website, auf der er Sportnahrung vertreibt. Der Hersteller ist kein geringerer als die amerikanische Bodybuilder-Ikone Rich Piana, mit dem Jens auch zusammenarbeitet. Die Konkurrenz in dieser Branche ist groß. Nur mit eiserner Disziplin kommt man weiter. Unterstützung bekommt Jens von Freundin Friederike, die nach harten Trainingseinheiten auch seine weiche Seite weckt. So ist es ihm gelungen, seine kriminelle Vergangenheit erfolgreich hinter sich zu lassen. Er war stark genug, seinem Leben einen neuen Sinn zu geben. Und dazu gehört mehr als nur Muskelkraft. Guten Morgen, liebe Zuschauer. 5.50 Uhr ist es gleich. Ein ganz bewegender Facebook-Aufruf sorgt im Großraum Köln für viel Aufregung und breitet sich in ganz Deutschland aus. Dahinter steckt ein richtiges Drama. Vor wenigen Tagen brach Stefan Klemann bei einem Spaziergang mit einem Freund plötzlich zusammen. Er hatte einen Herzinfarkt. Ganz zufällig hat das ein dritter Mann gesehen, der sofort erste Hilfe geleistet hat und ihm so das Leben rettete, sich dann aber entfernte, ohne seinen Namen zu nennen oder eine Telefonnummer zu hinterlassen. Jetzt sucht er natürlich verzweifelt seinen Lebensretter und das im Internet mit einem großen Facebook-Aufruf. Wenn Sie den guten Mann kennen, sagen Sie noch mal Bescheid. Das wäre schön, oder? Wenn wir den hier über Sat1 Frühstücksfernsehen finden könnten für Stefan, dann bringen wir die zwei zusammen. Wer hat diesem Mann zusammen das Leben gerettet? Ich möchte einfach nur Danke sagen. Eine richtig tolle Zusammenführung, falls schaffen wir das. Uiuiui, was für heiße Einsichten, Aussichten. Lissy und Giovanna machen für uns den ultimativen Extrem-Badeoutfit-Check. Welcher Trend ist super heiß und trotzdem tragbar?